You want to team up? No, God! No, God, please, no! 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 Hallo, liebe Moviepiloten, und herzlich willkommen zu einer neuen Review. Meine Fresse, ich habe Cowboy Bebop, die Live-Action-Version auf Netflix gesehen. Puh, das war nicht leicht, das war nicht leicht. Okay, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Und ja, hier wird es zu Spoilern kommen, was Cowboy Bebop, die Netflix-Adaption angeht. Die Live-Action-Netflix-Adaption angeht. Alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir los. Okay, ich habe schon häufiger in Videos gesagt, ich bin nicht der gigantischste Anime-Fan. Das bedeutet nicht, dass ich was gegen Anime habe, aber ich gucke nicht so viele Animes. Aber es gibt einen, den ich sogar zu Hause auf Blu-ray habe, den ich mehrfach geguckt habe, den ich liebe und den ich für ein Kunstwerk, ein Meisterwerk halte und für eine der besten Serien aller Zeiten. Cowboy Bebop. Diese Serie ist für mich Kunst, ich kann es nicht anders sagen. Wir vermixen hier so viele unterschiedliche Genres. Als ich die Serie mal Freunden pitchen wollte, habe ich gesagt, es ist so, als wenn Sin City auf Firefly trifft, aber gleichzeitig haben wir auch ein bisschen Western drin. Wir haben eine unfassbare Musik und wir haben vier sehr ungleiche Charaktere, die auf den ersten Blick sehr eintönig wirken, aber alle sehr tiefgehende Probleme haben. Und in der Serie geht es auch darum, seine Vergangenheit zu verarbeiten. Und ich liebe die Serie, okay? Cowboy Bebop ist ein Meisterwerk. Es gibt die auch auf Netflix, okay? Es gibt die originale Serie auf Netflix. Also, als man gesagt hat, dass man das adaptieren möchte und Live-Action, war meine Antwort nein. Nein, will ich nicht sehen. Warum? Warum? Ich bin generell der Meinung, ein Remake muss man nicht zu etwas machen, das quasi perfekt ist. Ich will auch niemals ein Remake sehen zu Die Hard. Ich weiß, sie probieren es immer und immer wieder. Sie haben es letztens mit The Rock probiert, mit Skyscraper. War nicht gut. War definitiv nicht gut. Und ich weiß, es werden jetzt auch zig Disney-Klassiker adaptiert für Live-Action. Obwohl, manchmal sind die nicht mal Live-Action, wie König der Löwen. Und ich finde, ehrlich gesagt, nicht ein einziges Live-Action-Remake kommt ans Original ran, aber die sind meistens sogar noch länger. Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich Cowboy Bebop, ich habe mir die ersten Bilder angeguckt und ich so, ich will dir nur mal eine Chance geben. Das Intro kam raus, ich so, wow, wir bringen die originale Musik zurück. Das gefällt mir schon irgendwie, aber die sehen alle aus wie Cosplayer. Mal gucken, dann kam der erste Trailer raus und ich weiß es nicht. Auf der einen Seite sieht es schon so aus, als wenn sie probieren, den Stil und ein paar Frames der Serie einzufangen. Auf der anderen Seite sieht es saubillig aus. Ich habe mich jetzt durch, wie viele Folgen waren es? Waren es 9 oder 10? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe mich da durchgequält. Ich muss sagen, diese Serie ist absoluter Mist. Ich kann es nicht anders sagen, das war eine der größten Katastrophen, durch die ich mich je quälen musste. Es klingt sehr hart. Vielleicht liegt es daran, dass ich Cowboy Bebop zu sehr liebe. Vielleicht liegt es daran, dass man es einfach nicht anfassen sollte und lieber etwas nehmen sollte, was beim ersten Versuch nicht so gut war. Und ein Remake sollte die Aufgabe sein, etwas besser zu machen, wie zum Beispiel der John Wayne Western True Grit, die Version von den Coen Brothers. Viel besser. Wie zum Beispiel The Thing aus den 50ern. Die John Carpenter-Version ist viel besser. Aber du nimmst etwas, was essentiell ein Meisterwerk ist, und dummst es runter. Okay. Wo fang ich an mit dieser Serie? Fange ich an mit dem Porno-Dialog? Sounds to me like blackmail. You're damn right it is, because Jet, you are black and you are male. Ja, das ist in der Serie gewesen. Fange ich damit an, dass die Charaktere runtergedummt wurden. Ich meine, Spike Spiegel, okay, ist in der Serie, in der originalen Serie, eine sehr, sehr subtile Figur. Er hat ein paar Sprüche drauf, er ist cool, er ist ein Mix aus Cowboy, aber auch aus Gangster. Und er hat eine tragische Backstory mit der Liebe seines Lebens und mit seinem Erzrivalen Vicious. In dieser Serie ist er einfach nur ein Sprücheklopfer und so, ah, by the way, er hat auch eine Vergangenheit mit einer Frau namens Julia. Ich so, das funktioniert nicht. Und John Cho, er ist ein guter Schauspieler, er ist wirklich ein guter Schauspieler. Und er rockt auch die One-Liner und er rockt auch das Cosplay, das er da trägt. Aber es hat mit Spike Spiegel nicht zu tun. Und das Witzige ist, wenn es eine Sache gibt, über die sich Hardcore-Fans von Cowboy Bebop, der Anime-Serie, aufregen, dann ist es Vicious. Der Bad Guy heißt wirklich Vicious, das ist sehr plakativ. Vielleicht sollte man den mal umbenennen oder so. Nein, in der Live-Action-Serie sagen sie, das Problem ist, Spike Spiegel muss umbenannt werden, denn der heißt in Wirklichkeit Fearless. Are you serious? Ah, da haben wir Faye Valentine, die femme fatale schlechthin, elegant, sexy, tödlich, verschuldet und eine tragische Backstory. Jetzt
Cosplayerin. Laut, laut, laut. Flucht, flucht, flucht. Jedes zweite Wort ist fuck. Ihre ganze tragische Backstory ist jetzt gar nicht mehr tragisch und sie ist einfach nur da, um sich Wortgefechte zu leisten, damit die sich Wortgefechte leisten. Generell, dieses ständige Hin und Her zwischen den Hauptfiguren ist absolut unorganisch und es wirkt so wie eine Crew von Leuten mit Aufmerksamkeitsdefizitsproblemen, die probieren sich gegenseitig zu toppen mit ihrem Overacting. That was him. Please. I got him with 3 clean slugs in the leg. I never miss and I aim for his leg. Shut up! Der einzige Charakter, der irgendwie noch funktioniert hat, war Jet Black, weil der Typ, der ihn spielt, ziemlich gut darin ist, die originale amerikanische Stimme hinzukriegen von der Figur. Und ja, bei ihm haben sie zumindest probiert, ein bisschen das Genre zu verlassen, als sie seine Backstory zeigen. Er war ein Cop, da hat man ihm den langen Mantel gegeben, den Hut und ich so, ah, Detective Noir Story. Aber generell, die Inszenierung ist auch kacke. Okay, die haben sich dafür entschieden, auf Billo-Look zu setzen. Es wirkt wie ein Exploitation-Film aus den 70er Jahren, aber gleichzeitig wirkt es auch sowas, was man auf YouTube sieht, als Fanfilm oder tatsächlich teilweise eine Porno-Parodie. Ich so, warum sieht das so schlecht aus? Und das Schlimme ist, es ist bewusst, es ist absolut bewusst, es ist deren Stilmittel. Die finden es geil, die feiern das. Ich feiere das überhaupt nicht. Und das bringt mich zu Vicious. Vicious ist jetzt General Hux, okay? Was ist zurzeit los in Hollywood, dass man gute Schurken nimmt, wirklich gute, bedrohliche Schurken nimmt und sie ersetzt durch Mist, durch unbedrohliche Weicheier, die gar nichts drauf haben und die in mir keine Angst hervorrufen. Vicious war berechnet, okay? Er war tot in Persona und jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, hatte man Angst vor ihm. Jetzt wirkt er einfach so wie jemand, der schreien muss. Das hatte ich schon bei Kylo Ren, das hatte ich schon bei General Hux, das habe ich alle 2 Sekunden zurzeit bei Bösewichten, die ich nicht mehr ernst nehmen kann, weil sie einfach nur Loser sind. Und das ist Vicious jetzt. Ich so, wow. Wow, okay. Und zum Schluss konnten sie es nicht lassen. Vicious war noch nicht verkackt genug. Es stellt sich heraus, Julia, die große Liebe von Spike ist tatsächlich das böse Mastermind und sie verrät Spike und Vicious und sie ist jetzt der Erzfeind für Season 2. What the fuck is this? Brauchen wir noch eine Season 2? Ich glaube nicht. Ich muss sagen, die beste schauspielerische Performance in der ganzen Show kam von einem Hund. Ja, der war süß. Der kleine Ein. Und sogar das, dass sie seine Backstory gelingt haben zu Pirot, dem Clown. Ich so... Auf der einen Seite will diese Show sich krampfhaft an die Vorlage krallen und teilweise 1:1 Bilder nachinszenieren vom Original. Auf der anderen Seite wollen sie was Eigenes erzählen, nur die eigenen Ideen sind komplett bescheuert. Und jede Episode ist auch viel zu lang. Ich meine, was Cowboy Bebop in 25 Minuten erzählen konnte, war brillant. Teilweise subtil, teilweise emotional, teilweise sehr cool. In der ersten Folge hat Spike auch so ein Poncho angehabt und gleichzeitig Bruce Lee-Moves gemacht. Und ich so, okay. Perfekter Mix, Western und Eastern. Ich liebe es. Und was haben wir hier? Wir haben 40 Minuten lang von Leuten, die einfach nur One-Liner raushauen und es langweilt einen ohne Ende. Die Action sieht scheiße aus. Wild geschnitten, ich erkenne nichts. Geil. Und das bringt mich zur allerletzten Szene. Viele haben sich gefragt, warum man Ed nicht gezeigt hat im Trailer, weil Ed ist ein wichtiger Bestandteil von Cowboy Bebop. Sie ist dieses, ja, total überdrehte junge Mädel, ein Genie, ein Hacker, aber gleichzeitig etwas verrückt. Und ich so, wie alt ist sie in der Serie? Ich glaube, in der Anime-Serie soll sie so 12 sein. Ich glaube, die haben hier eine 17- oder 18-Jährige genommen, die einfach nur, ja, ich zeig euch einen Clip. Spike Spiegel! Müssen wir uns mit der rumquälen für Season 2? Brauchen wir eine Season 2 davon? Ich glaube nicht. Ich war wirklich schockiert, wie sehr man etwas gegen die Wand fahren kann. Für mich ist es so, ich weiß, dass zurzeit generell alles eine kreative Bankrotterklärung ist. Alles muss verfranchised werden. Alles braucht ein Remake. Alles braucht 20.000 Sequels und Spin-Offs und... Aber wenn man schon ein Remake macht, dann sollte doch ein bisschen die Seele noch vorhanden sein. Das kommt mir vor wie eine sehr unreife Version von Cowboy Bebop. Ich so, okay, Cosplayer, die irgendwie nur das Bum-Bum cool finden an Cowboy Bebop, setzen das jetzt um. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat.
Ich habe gehört, dass der Macher von Cowboy Bebop, der Schöpfer, schon gesagt hat, ist nicht meins. Das ist generell schon so ein Warnzeichen. Es ist auch nicht meins. Ich konnte nicht fassen, was man da auf die Beine gestellt hat. Es tut mir auch leid, weil der Cast, ich meine, ich kenne John Cho aus anderen Rollen, der ist ein guter Schauspieler. Aber wenn die Skripte so scheiße sind und wenn es so nun mal aussehen muss, dann können die Schauspieler auch nur ihren Part machen. Die haben kein Hate verdient. Niemand hat Hate verdient. Aber die Serie ist definitiv nicht gut. Im Grunde genommen macht diese Serie nicht eine einzige Sache besser als das Original. Gleichzeitig ist sie wesentlich länger und deswegen frage ich mich direkt, warum existiert diese Show? Warum existiert sie, wenn ich niemals diese Serie bevorzugen würde und jedes Mal den Anime gucken würde? Ich weiß nicht, warum diese Show dann existiert. Das ist so, als wenn man Iron Man nehmen würde, den ersten Iron Man-Film, und man besetzt, aber man macht jetzt ein Remake draus. Das heißt, man ersetzt Robert Downey Jr., sagen wir, durch Leslie Jones. Man hat sie schon mal benutzt für Ghostbusters, okay? Dann schneidet man alle Sequenzen raus aus der Höhle, wo Tony Stark seine geile Charakterwendung hatte, zeigt uns ihn eigentlich nur im Outfit, wie er alles kaputt schießt, aber der Film dauert trotzdem 4,5 Stunden. Und das ist Iron Man 1, das Remake. Seid ihr heiß drauf? Nein, ich auch nicht, weil genau so habe ich mich hier angefühlt. Und generell, jedes Mal, als diese ellenlangen Dialoge stattgefunden haben, dachte ich mir, gucke ich gerade eine Porno-Parodie? Ist so, Nein, also Cowboy Bebop für mich war absoluter Mist. Ich war schockiert und ich war ganz froh, als die Nummer vorbei war. Ich mache das Video wirklich nur, weil mir sehr viele Leute geschrieben haben, Eve, bitte, bitte mach ein Video dazu. Das ist mein Video dazu. Also Cowboy Bebop auf Netflix, Live-Action-Adaption, nicht meins. Aber ich frage euch, wie steht ihr dazu? Hat sie euch gefallen? Seid ihr Fans der Anime-Reihe? Das interessiert mich wirklich sehr, weil die Anime-Reihe liebe ich. So, schreibt mir alles in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.